Als wir abends vom Einkaufen nach Hause kamen, mein Mann und ich, da roch es hier schon richtig verbrannt. Und ja, wir sind dann rum zur Heizung und da haben wir halt gesehen, dass es drin im Kessel und im Schornstein schon gebrannt hat und ja, dass die Feuerwehr dann kommen musste. Und dann saßen wir hier und haben gefroren. Wir wohnen hier im schönen Mainzer Busch, sind hier 2006 eingezogen in dem Haus, weil wir sehr naturverbunden sind und für uns kam von Anfang an gleich eine Holzpelletheizung in Betracht. Die wurde dann auch eingebaut und lief von Anfang an total unrund. Also wenn man nach Hause kam, es hat halt nicht so schön nach Holz gerochen, wie man das eigentlich kennen sollte von so einer Heizung, sondern richtig giftig. Und an manchen Tagen hatte man richtig diesen Geruch von Buchenholzteer in der Nase. Es war so, dass Frau Müller hier bei uns in den Betrieb kam und in Anführungsstrichen den Tränen nahe war. Wir hatten Ende Dezember und ihre Heizung würde nicht laufen. Es kann sich wirklich kein Mensch vorstellen, wie man doch so auf moderne Technik und Wärme angewiesen ist. Und ja, und dann kam der Retter in der Not, Firma Deutner. Wir haben uns entschlossen, sofort zu helfen, haben dann mit der Firma Paradigma telefoniert, haben denselben Tag noch eine Notheizung organisiert, eine Pelletheizung. Wir versuchen halt wirklich immer eine Problemlösung zu finden, den Kunden wirklich schnell und auf unkomplizierten Weg zu helfen. Also wenn es geht, wenn solche Situationen wie bei Frau Müller sind, da wird auch vorher nicht geguckt, Mensch, wer bezahlt das? Oder da wird einfach geholfen und dann kann man sich im Nachhinein darüber unterhalten, wie kann man das lösen. Aber erstmal wird geholfen. Und zwar unbürokratisch und schnell. Die haben gesagt, wir kommen sofort rum und schließen ihnen die Anlage an. Da war ich erst mal baff gewesen. Ne? Da kullerten ein paar Tränchen, weil man dachte dann so, endlich hast du hier wieder warm Wasser und das wäre ja so klasse und toll. Ne? Und es war fantastisch. Ne? Also solche Hilfsbereitschaft habe ich vorher noch nie erlebt. Diese Leihheizung stand 50 Tage da. Wir haben dann anschließend eine neue Anlage montiert. Die alte wurde zurückgenommen und die läuft jetzt störungsfrei. Frau Müller ist zufrieden und wir haben einen neuen Kunden dazu gewonnen. Da hat Firma Deutner alles richtig gemacht.